Guten Tag, Herr Amtsrat. Ja, was ist denn? Was ist die Sperrstunde? Aber bitte nur auf ein Viertel. Aber was wollen Sie so Mittagszeit, Herr? Ja, bitte, es dreht sich um den Ball der Hundertjährigen. Die Hundertjährigen sollen machen, was wollen. Herr Amtsrat, Sie boykottieren die Wiener Avantgarde. Aber die Hundertjährigen, wenn sie rüstig sind, sollen sich eine Arbeit suchen. Von mir aus bei den Sängerknaben oder wo. Ja, aber die Sängerknaben lassen ja keinen Hundertjährigen hinein. Das geschieht Ihnen ganz recht. Die Hundertjährigen lassen auch niemanden rein. Wo? Beim Staatsopernballett. Ja, aber Herr Amtsrat. Ja, Moment, ich will du da verplaudern und ich habe ja Arbeit, nicht? Ich habe ja, sind Sie was Holo Taro? Ja, haben Sie das Geld? Jawohl, jawohl, ich komme sofort. Bitte sehr, mein Chef hat nach mir gewirrt. Fräulein Gerstens rief auf. Ja, aber per Flaschenpost. Vierte Gottlackerl. Per Post, Post. Da haben Sie das Kuvert. Kann ich da gleich mitkommen? La, 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 la. Das ist eine fesche Person, was? Ja, also kann ich mitkommen. Zu wem? Zu Ihrem Chef. Aber wenn Sie den bestechen wollen, brauchen Sie ein Futter Heu. Sonst frisst er Ihnen nicht aus der Hand. Futter Heu? Oder zwei. Ja, Sie müssen nämlich wissen, mein Chef ist ein echter Lipizzaner. Ja, aber das gibt's doch nicht. Ja, alle Stadträte, alle sind's. Ja, wer tritt denn an der Oberschule an? Die Philharmoniker. Und wer spielt im Konzerthaus? Das Wunderteam. Und im Praterstadion? Alle früheren Stadträte. Ja, kann man denn nicht alles dorthin tun, wo es hingehört? Es ist zu spät. Das kann nur einer schaffen. Das ist unser Amtsdiener, der Lombazi Vagabundus. Weil der kann nämlich zaubern. Was ist es? Zaubern soll ich? Alles dorthin, wo es hingehört? In Wien? Aber bitte gern. Simsalabim. Herr Amtsrat. Bitte, was ist denn das für eine komische Landschaft da draußen? Das, mein liebes Kind, das ist der Balkan.